Dann darf ich zum letzten Teil unserer heutigen Veranstaltung einleiten, zur Podiumsdiskussion, Publikumsdiskussion. Wir haben, wie schon gesagt, ja die Vorträge jetzt von allen, leider nur Herren, nachdem uns die Dame, die zuletzt vorgetragen hat, verlassen hat, alle gehört. Ich bin geneigt, jetzt am liebsten Ihnen sofort das Wort zu geben und sofort mit Fragen zu beginnen, für den Fall, dass überraschenderweise von Ihrer Seite im Moment noch keine Fragen da sind, würde ich einfach mit Fragen anfangen, aber am liebsten würde ich das Wort jetzt einmal Ihnen erteilen. Wenn damit alle einverstanden sind, hat irgendjemand von Ihnen ein dringendes Bedürfnis, noch was loszuwerden? Bitte schön, Sie haben das Wort. Gut, ich melde mich gleich zu Wort, Rastl. Ein Aspekt in der Internetüberwachung, der heute noch nicht wirklich angesprochen worden ist, ist die große Gefahr für die Zukunft der Demokratie. Diese allumfassende Überwachungsinfrastruktur, die in den USA und Großbritannien und vermutlich auch noch etlichen anderen Staaten, von denen Snowden nichts enthüllt hat, aufgebaut wird, mag uns heute noch nicht so gefährlich vorkommen, weil wir glauben, in einer stabilen, demokratischen Umgebung zu leben. Aber niemand kann uns garantieren, was künftig für Politiker an die Macht kommen werden. Und längerfristig ist diese Infrastruktur natürlich ein hervorragendes Instrument für Diktatoren, die ihre Bevölkerung erpressen werden. Die Möglichkeiten, die heute schon gegeben sind, irgendwer hat Bruce Schneier zitiert, der gesagt hat, wenn die NSA in ihren Computer hineinkommen möchte, kommt sie rein, sie können sich nicht dagegen wehren. Die kommen nicht nur rein, um abzuhören, die können auch reinkommen, um in irgendwelche Daten, Beweismittel unterzujubeln, mit denen sie dann möglicherweise erpresst werden können. Also ich glaube, ein wesentlicher Grund, sich gegen diese völlig überzogene Überwachungsinfrastruktur zu wehren, ist auch, um sicher zu sein, dass das Repressionspotenzial, das in diesen Dingen steckt, nicht genutzt werden kann. Vielen Dank. Ich schlage vor, wir sammeln jetzt ein paar Fragen einmal, die wir dann weiter hier verarbeiten können. Wolf, kann den Herrn Rastl gleich ergänzen, vielleicht ist uns überall auch bekannt. Gödel, einer der österreichischen Logiker, hat ja, bevor er die amerikanische Staatsbürgerschaft bekommen hat, hat er sehr genau studiert und hat also dann gleich festgestellt, dass der amerikanische Staat überhaupt nicht gegen eine Diktatur gefeit ist. Das hat man aber natürlich vorsichtshalber gleich abgewöhnt, sonst hätte die Staatsbürgerschaft nicht bekommen. Aber das würde dieses Argument unterstützen. Meine Studenten versuche ich auch immer beizubringen, die sagen, naja, was kann denn schon passieren, wir sind immer Demokratie. Der Hitler ist über demokratische Verhältnisse an die Macht gekommen. Das kann uns jederzeit wieder passieren. Und darum fürchte ich diese Überwachungsstaat auch so sehr. Dankeschön. Bitte, gibt es aus dem Publikum, bitte. Grundaller mein Name. Ich wollte noch sagen, zur Demokratiegefährdung, da sehe ich vor allem auch ein Problem mit elektronischen Wahlen. Zum Beispiel, wenn man sagt, der NSA kommt überall hinein und ich überlege mir, dass es in den USA Wahlmaschinen gibt, wo man ja auch schon immer wieder gehört hat in der Vergangenheit, dass es da Sicherheitsprobleme gegeben hat. Da frage ich mich, wie weit es nicht die Möglichkeit gibt, dass die Wahlen auch aktiv beeinflusst werden, um dann halt, sagen wir, eine Partei gewinnen zu lassen oder eine Regierung, die halt, sagen wir, NSA-freundlich ist als eine andere. Das soll jetzt natürlich mein Beispiel sein, nicht, dass das wirklich passiert sei. Aber jedenfalls zumindest die Gefahr darf man ja nicht aus den Augen verlieren, dass das auch geschehen sollte. Und darum bin ich eigentlich sehr froh, dass wir in Österreich noch kein E-Voting haben, obwohl es lange Zeit sehr hip und einfach dargestellt wurde. Aber es ist einfach einerseits die Gefahr, dass man Stimmen manipuliert und mindestens genauso gefährlich, damit jeder, dass jeder praktisch seines Stimmgeheimnisses ihm entrissen wird und man einfach weiß, in Wahrheit, wer was gewählt hat, was dann natürlich Auswirkungen haben kann, in welche Positionen er zugelassen wird oder welche vielleicht verweigert werden. Gerade bei staatlichen Stellen kann das sehr problematisch werden. Das wollte ich zumindest mal gesagt haben. Gerhard Kunert, bitte.
Ja, Konrad, ich arbeite in der Datenschutzlogistik. Mir fallen jetzt spontan sozusagen drei Punkte ein. Der eine Punkt sozusagen Datensicherheit, da machen wir ehrlich gesagt selber ein bisschen Sorgen über das, was die Regierung ja selber an Datensicherheit für sich produziert derzeit. Uns wurde jedenfalls gesagt im Zuge der NSA-Affäre, wir haben zwar sichere Leitungen sozusagen zwischen bestimmten Ministerien zu unserer Vertretung nach Brüssel sozusagen, also da gibt es im Innenministerium, Verteidigungsministerium, Außenministerium, Bundeskanzleramt hätten solche Leitungen. Auf der anderen Seite dürfte es das Problem geben, dass sobald ich dann zwischen den Ministerien kommuniziere in Österreich, es anders aussieht. Also ich bin jetzt kein IT-Experte, stelle mir nur die Frage sozusagen, vielleicht kann jemand eben von den Herrschaften auf dem Podium etwas dazu sagen, wie realistisch kann man da überhaupt etwas unternehmen, um eben ein allzu leichtes Abhören von regierungsinternen Mailverkehr zum Beispiel oder Internettelefonie sozusagen, was kann man da realistisch machen oder ist man da ohnehin machtlos, wenn man nur irgendein Kabel anzapfen muss. Das zweite große Thema ist natürlich das Cloud Computing, das für die Wirtschaft essentiell ist und wo wir uns die Frage stellen, auch von der logistischen Seite ein bisschen, was kann man eigentlich tun oder kann man etwas tun im europäischen Kontext, um in der Cloud-Sicherheit sozusagen den Unternehmen irgendwie eine Hilfestellung zu geben, indem man halt da konkret etwas reguliert, Anforderungen erstellt, ich weiß es nicht. Und in dem Zusammenhang fällt mir ein, es gibt ja das Problem, das ist glaube ich noch nicht erwähnt worden heute, dass die US-Gesetzgebung eben auch in dem Sinne eine extraterritoriale Wirkung entfaltet, dass die USA einfach beinahe sagen, Unternehmen, die in den USA an der Börse gelistet sind sozusagen, unterliegen auch schon, auch wenn sie keine anderen physischen Einrichtungen haben, auf US-Territorium bestimmten Pflichten. Das heißt, auch von solchen Firmen können die USA Daten anfordern, ohne auf eine Amtshilfe angewiesen zu sein. Jetzt stellen wir vor, ich bin Kunde, Unternehmer, möchte also vom Cloud Computing profitieren und dann bietet mir IBM etwas an und andere Firmen und IBM als amerikanische Firma eindeutig wäre ja auch dieser US-Gesetzgebung unterliegend. Das heißt, ist der Frage eben, müsste man nicht als dann europäische Regierung auch offensiv eigentlich die Unternehmer aufklären in diesem Sinne und sagen, passt auf, eigentlich ist das schon deswegen nicht so ganz koscher oder würde ich da nicht dann in eine schwierige wettbewerbsverzerrende Situation kommen? Stellen wir jetzt selber die Frage nicht, weil dann würde ich IBM potenziell vom Markt da hinausdrängen, ganz offiziell, das wird sich wahrscheinlich die US-Regierung auch nicht so einfach gefallen lassen. Ja, und zum Thema Facebook wollte ich nur noch eine Anmerkung sagen, es hat so ausgeschaut jetzt irgendwann am Beginn, als ob das Facebook-Problem ein Problem der Datenschutzregulierung wäre, das ist es von meiner Meinung nach nicht, es ist ein Vollzugsproblem, das heißt, es ist heute der Max Schremser nicht da, der könnte da stundenlang das Problem erklären und ich glaube, die Anwesenden werden das ohnehin wissen. Es ist eben die dortige Behörde und sind die dortigen lokalen Strukturen und auch politischen Hintergründe, die ein effizientes Vorgehen verhindern und es sehr, sehr schwer machen, einem in Österreich ansässigen Rechtsunterworfenen sozusagen seine Individualrechte durchzusetzen. Die künftige Datenschutzgrundverordnung würde da nichts strukturell ändern, weil es immer den guten Willen braucht, der Regierungen und auch der Aufsichtsbehörden etwas zu tun. Ich glaube, dieses Problem können wir nicht mit Vorschriften am Papier lösen, genauso wie wir es nicht den europäischen Regierungschefs jetzt eine Mutinjektion verpassen können durch eine Papiervorschrift. Ja. Danke einmal. Gut, vielen herzlichen Dank. Ich würde sagen, wir gehen jetzt einmal in eine Diskussionsrunde am Podium. Wir haben jetzt eine ziemliche Bandbreite. Ich darf Sie bitten, versuchen zu fokussieren. Einerseits die Frage, was ist denn eigentlich der Impact von diesen ganzen Dingen, die da jetzt bekannt geworden sind, rund um Prism und so weiter, auf
die Demokratieentwicklung, auf die demokratische Bedeutung der ganzen Sache, dann auch die Frage natürlich, wir haben gehört, Ebene Wettbewerb von Unternehmen, welche Bedeutung hat das, und schließlich vielleicht auch mitzudenken im einen oder anderen Statement die Frage der Durchsetzbarkeit von an sich schon regulierten Dingen im Datenschutzrecht. Ich darf den Erich Möchl einmal bitten, er hat sich schon zu Wort gemeldet. Ich will nur auf einen einzigen Aspekt der Fragen eingehen, und zwar auf den technisch-wirtschaftlichen Aspekt. Also ich finde, da herrscht in einer Beziehung in der Öffentlichkeit sehr hoher Aufklärungsbedarf, und zwar was Cloud Computing eigentlich ist. Cloud Computing ist nicht Amazon, Cloud Computing ist nicht HP, und auch sonst ist der Blechlieferant, wenn ich das so ausdrücken darf, vollkommen egal, wer die Maschinen liefert. Es geht darum, wer managt das Projekt und welche Software läuft drauf. Und da haben wir alle Bauteile bereits vorliegen. Ich möchte nur auf meinen letzten Artikel zum Thema verweisen. Da zitiere ich exemplarisch zwei österreichische Mittelstandsfirmen, die jeweils über ein paar hundert Kilometer, aber wirklich gut gesichertes Glas verfügen, die über Datencenter verfügen, und sagen wir, für eine durchschnittliche österreichische Firma, aber mehr als ausreichend technische Kapazität und Kompetenz zur Verfügung haben. Wenn Sie ein gröberes Projekt managen wollen, das in Richtung Cloud Computing geht, was ist Cloud Computing? Das sind blöde Server, wie sie in jedem Rechenzentrum stehen, auf denen läuft ein Linux, ein virtualisiertes, das sind zig, hunderte, tausende, die ganz großen Cloud sind so Linux-Maschinen, und ich wollte Sie nur darauf hinweisen, dass in allen NSA-Dokumenten, wo auf Betriebssystemsebene Bezug genommen wurde, immer Linux die große Ausnahme ist. Na warum? Es ist das einzige Betriebssystem, das einsehbar ist im Quellcode. Und dort, ich habe gerade jetzt einen Artikel gelesen von Professor Edward Felton, sehr bekannter Amerikaner, und er beschreibt einen Versuch aus dem Jahr 2003, als man versuchte, den Linux-Kernel mit einer Backdoor zu versehen, ein wirklich abgedreht raffinierter Versuch, sogar der ist aufgeflogen. Es ging um ein einziges Ist-Gleichzeichen, das anders gesetzt wurde. Und plötzlich war der User den Wert 0 gehabt und war root. Auf sowas, so etwas, lässt sich mit proprietärer Software definitiv nicht verhindern. Und es gibt eigentlich nur ein paar Regeln. Ganz einfache Regeln für, ich gehe jetzt wie gesagt nur auf den wirtschaftlich-technischen Aspekt ein, es gibt nur ein paar Regeln. Don't buy American, don't buy British. Weder die Hardware ist wurscht, die kann man sich durchaus von IBM liefern lassen. Sagen wir, ich sehe da etwas Skepsis, aber sagen wir, es ist nicht das primäre Problem. Es geht nur darum, was da drauf läuft. Und ob die Cloud jetzt, es herrschen da Dogmen, die mich echt empören, weil es ein Blödsinn ist. Die Cloud muss auf drei Kontinenten sein. Wieso denn bitte? Wieso muss die denn in Amerika sein, wenn es ein österreichischer Mittelständler ist, der in den USA keine Filiale hat? Es ist nachgerade ein Unsinn, die Daten da hinüber zu transferieren, weil man 200 Millisekunden mehr Delay bei jedem Vorgang drinnen hat, als wenn man das direkt am Glas hier in Wien macht oder von mir aus spiegelt in einem Datenzentrum in Salzburg. Das heißt, die Daten verlassen den Rechtsraum nicht. Das Netz ist halbwegs abzusichern. Was dann im Wild Wild Web irgendwo weiter draußen passiert, ist eine andere Sache. Da muss man sich was anderes überlegen dazu. Sicher getunnelte Verbindungen dorthin, aber das Wichtigste, und damit bin ich schon fertig, unsere Infrastruktur muss uns gehören. Es ist ein Unsinn, das an amerikanische Firmen auszulagern. Sie sehen ja, was mit den Daten dann passiert. Die gesamte amerikanische Firmenstruktur ist durchsetzt mit ehemaligen NSA-Leuten, die dann in Firmen Karriere machen. Das ist in den Businessplänen fix eingeplant. Und auch in der US-Militärstruktur, dass die Leute nach einer gewissen Zeit zu einem Contractor wechseln, dort das Zigfache verdienen, aus einem einzigen Grund. Sonst kauft ihnen nämlich Silicon Valley alle guten Leute weg.
Deswegen wurde so ein Korruptionssystem namens Private-Public Partnership, nicht umgekehrt. Public ist dafür das Zahlen und Private ist dafür, um zu kassieren. Und die, die ehemals Public waren, kassieren als Vice Presidents mit. Erich Schweighofer, bitte. Also ich kann unterstützen, was man zu Cloud Computing sagt. Das ist sehr stark davon abhängig, wo die Cloud ist. An sich ist es ein wirtschaftlicher Vorteil, eine Innovation, die man auch durchaus nutzen soll. Man soll es nicht verdammen. Wenn die Frage, wo die Cloud ist, ist entscheidend. Und vielleicht auch eines auch zur Regulierung. Im Völkerrecht haben wir uns auch überlegt, dass natürlich eine Cloud nicht unbedingt immer nur dem Territorialstaat obliegen soll. Es wäre vielleicht auch besser überlegt, dass die Cloud dann reguliert wird von den Staaten, wo sie die nächste Beziehung haben. Nicht? Also es macht wenig Sinn, dass man jetzt über Rechtshilfe die Polizei des Territorialstaates bittet, die Daten bei den jeweiligen Cloud-Anbietern zu erheben. Besser, dass man die Polizeibehörden direkt darauf zugreifen könnten, weil auch die stärkere Beziehung da ist, würde auch die Problematik mit Internet-Service-Provider ein bisschen erleichtern. Dann zu Facebook. Ich glaube, die neue Forderung würde einiges bringen, die Strafe wäre höher und man hätte ein bisschen mehr Argumentation. Nicht? Also, sonst von der Regulierung her sehe ich das genauso. Dann bezüglich E-Voting. Also ich glaube eher, bei Wahlen sind immer unsicher, egal ob Papier oder elektronisch. Wenn die Wächter versuchen zu täuschen, dann funktioniert beides nicht. Also bei der Wahl, letzten Wahl, wenn die 3, 4, die jetzt aufpassen, nachher sich zusammensetzen, wie war das Ergebnis und alles herumdrehen, man kann jetzt gar nichts machen. Also die Beherrschung der Technologie ist entscheidend. Wenn man das kann, kann man auch E-Voting machen. Und es gilt auch für die Partizipation und Accountability, wo ich noch mehr Datenfluss habe. Muss ich schon nachgeben. Und zu Dr. Rastl, ja, wir warten an sich, was mit dem militärischen Komplex passiert seit Eisenhower. Der wird immer größer, mächtiger. Solange man an sich das Geld bekommt, ist er auch durchaus unterstützend für die Demokratie in Amerika. Er rührt sich noch nicht. Die Frage, wenn man reduziert, was er dann macht, ob er das hinnimmt oder sagt, jetzt da spiele ich einmal, ja, die DDR, also Stasi, die Daten habe ich ja, und versuche was zu machen, ist noch offen. Andreas Grisch, bitte. Ja, auf den Aspekt der Demokratie bin ich in meinem Vortrag schon ein bisschen eingegangen, war übrigens nicht der Einzige. Es hat auch der Herr Mosing in seinem Vortrag erwähnt, dass das Erste, was das Deutsche Reich in den Niederlanden, oder eins der ersten Dinge, das Deutsche Reich in den Niederlanden gemacht hat, war, die Melderegisterdaten inklusive dem Religionsbekenntnis dazu zu verwenden, um Judenverfolgung zu betreiben. Das ist etwas, was uns aus meiner Sicht laufend bewusst sein muss, dass es nie ein wirklich stabiles System gibt, wo man sagen kann, das bleibt jetzt die nächsten 100 Jahre so. Und derartige Entwicklungen sehen wir auch heute in Europa, gleich in unserer Nachbarschaft, wo Datenschutzaufsichtsbehörden und andere verfassungsmäßig eingerichtete Stellen, die dafür sorgen sollen, dass es eben eine verfassungs- und grundrechtskonforme Vorgehensweise im Staat gibt, eben komplett umgekrempelt werden, um eben den Herrschenden vielleicht besser ins System zu passen. Und das verursacht glücklicherweise auf EU-Ebene die ein oder andere Reiberei, die dann doch noch Schlimmeres verhindern kann, aber die Tendenzen gibt es, und es ist kein politisches System aus meiner Sicht davor gefeit, sich zu verändern. Und Veränderung ist eine Notwendigkeit in unserem ganzen Leben eigentlich. Das heißt, die Gefährdungslage gibt es auf jeden Fall. Was Ihr Beispiel mit dem Unterschieden von gefälschten Beweismitteln betrifft, ist das ein Punkt, den wir zum Beispiel vor einigen Jahren schon angesprochen haben, rund um die Diskussion um Remote Forensic Software, oder im Populärbegriff den Bundestrojaner, wo es darum geht, eben staatlicherseits Spionagesoftware auf Computersystemen einzubringen, um da mitlesen zu können. Das Problem dabei ist, dass man damit die komplette Beweiskraft aushebelt, weil das nicht mehr ein unverändertes System ist, das forensisch korrekt analysiert werden kann, sondern da eben eigene Software aufgebracht worden ist, die weiß Gott was machen kann, und damit man sich selber sämtliche Beweise vernichtet. Und warum es die Diskussion zur Remote-Forensic-Software in Österreich nicht mehr gibt, ist nicht ein Wunder der Natur, sondern es liegt daran, dass zu meinem völligen Unverständnis höchstgerichtlich
Bundesgericht beschlossen hat, dass es nichts anderes wäre, als wenn man eine Videokamera in dem Zimmer installieren würde, die den Monitor abfilmt. Wie man auf derartiges kommt, ist man schleierhaft, aber das ist die aktuelle Judikatur und entsprechend haben wir die Diskussion nicht mehr, weil man es ohnehin auf Basis dieser Judikatur tun kann. Das heißt, ein Problem, mit dem wir uns jedenfalls beschäftigen sollten und ich denke, es ist gut, dass Sie es ansprechen. Ob das jetzt die wesentliche Zielsetzung von US-Geheimdiensten ist, kann vielleicht der Herr Polly näher beurteilen als ich, aber die Möglichkeit besteht jedenfalls. Bezüglich E-Voting bin ich auch, so sehr ich als Techniker Interesse daran habe, Dinge elegant zu machen und zu automatisieren und einfacher zu machen und auch auf Distanzen zugänglich zu machen, denke doch, dass es ein paar Grundfunktionen einer Demokratie gibt, wo es überhaupt nichts mehr schadet, wenn die analog sind. Es hat einen guten Grund, warum es eine Wahlzelle gibt, warum dort keiner reinschauen kann und es ist deutlich schwieriger, in jeder einzelnen Wahlkommission die Leute so zu bestechen, dass sie richtig fälschen, als es ist ein Softwareprogramm, das dann breit ausgerollt wird, zu manipulieren. Bitte. Das Interessante, was jetzt auch bei der letzten Nationalratswahl die Öffnungs- und die Schließzeiten der Wahllokale unterschiedlich waren. Ja? Und dass aber auch strategische Wahlen auch möglich waren. Weil auch da jetzt Informationen abermäßig etc. vorher veröffentlicht worden sind. Ja, und ich denke auch, dass wir recht gut darüber nachdenken sollten, wie weit wir es mit der Briefwahl treiben. Weil auch die Wahlgrundsätze aushebelt, die Vertraulichkeit der Wahl zum Beispiel, das Wahlgeheimnis, ist schon relativ schwierig. Wer schaut mir jetzt zu Hause wirklich über die Schulter, wenn ich mein Kreuz mache, etc. etc. Also da gibt es Schwierigkeiten und wenn wir das zu weit treiben, dann wird es, denke ich, möglicherweise unlustig. Zu den Fragen von Herrn Kunert. Ich denke, was die Regierungskommunikation betrifft, wie man die absichern kann, ist Verschlüsselungstechnologie wahrscheinlich die einzige Antwort, die man irgendwie geben kann, auf die man halbwegs sich verlassen kann. Die Frage ist, wo kriegt man vertrauenswürdige Verschlüsselungstechnologie her? Da ist, denke ich, die Antwort offene Systeme, die öffentlich und von allen kontrolliert werden können, die man sich anschauen kann und die man verifizieren kann. Und bezüglich der Cloud, da haben Sie vollkommen recht, wenn US-Unternehmen Niederlassungen in Europa gründen und da Cloud-Dienste anbieten, dann ist das genauso gut, als würde man die Daten auch direkt in die USA schicken, wenn die Rechtslage der USA das so vorsieht. Das heißt, man muss darauf achten, europäische Unternehmen mit denen Verträge zu schließen und deren Eigentümerstruktur sich anzuschauen vorher und sie anzuschauen, gibt es da amerikanisches Unternehmen als Eigentümer drinnen und wenn das der Fall ist, dann ist das schon praktisch nicht mehr akzeptabel, weil der Zugriff durch die USA dann gesichert ist auf Basis der Rechtslage. Was kann man dagegen tun? Man kann rechtlich insoweit vorgehen, dass man den USA vielleicht vermittelt, dass das keine geeignete Geschäftsgrundlage für ihre Unternehmen in Europa ist und entweder konkret darauf hinweisen, welche Unternehmen in teilamerikanischen oder ganz amerikanischen Besitz sind oder eben ja, die USA dazu bewegen, möglicherweise ihre Rechtslage zu überdenken, ob sie das wirklich in der Art und Weise tun wollen. Und da denke ich, haben wir mit rein den wirtschaftlichen Faktoren, die da mitspielen, ganz ein gutes Argument, weil der europäische Wirtschaftsraum ist nicht völlig vernachlässigbar, auch für die USA nicht. Und da gibt es durchaus wirtschaftlichen Druck, den man aufbauen kann und das ist, denke ich, eine Sprache, die man dort halbwegs gut versteht. Der Rest, Rechtsdurchsetzung bei Facebook etc., denke ich, ist ein Problem, das eben mit der Datenschutzreform gelöst werden könnte, sofern sie die Regierungen dazu durchringen können, das in der Form auch zu beschließen, wie es angedacht ist. Ich glaube, dass wir gerade in der Rechtsdurchsetzung im Datenschutz sehr, sehr viel tun müssen, auch in Österreich sehr viel tun müssen. Wir haben sehr engagierte Menschen im Datenschutz, aber eben keine Ressourcen und aus meiner Sicht auch viel zu wenig Befugnisse für die Datenschutzaufsichtsbehörde. Da gehört einiges verändert und überarbeitet und da muss man sehen, ob man das auf EU-Ebene gelöst kriegt durch die Datenschutzreform oder ob Österreich da selbst tätig werden muss.
Da ist auch die Frage der Zeithorizonte mit der Übergangsfrist und so weiter, in welche Richtung es da geht. Danke, Andreas Gerd-Polli. Sie wurden angesprochen. Ich darf den Ball gleich weiterspielen an Sie und vielleicht auch ergänzen. Wie ist denn das aus Ihrer Sicht, diese Frage der forensischen Sicherheit, und wie hoch ist denn das Bewusstsein aus Ihrer Wahrnehmung dafür, wie sehr einerseits Datenschutz, dem Schutz der betroffenen Personen dient, aber gleichzeitig ja gar nicht so kleine Schnittmenge mit Informationssicherheit hat und dem Absichern sozusagen eigener Ermittlungen? Oder umgekehrt, anders gesprochen, wie hoch ist denn das Risiko, dass man falsche Ermittlungsergebnisse vielleicht untergejubelt bekommt? Das hängt sehr, sehr stark davon ab, um welches Delikt es sich handelt. Wenn es in die Königsdisziplin gehen, das ist die Terrorismusbekämpfung, ich habe das heute mehrfach angesprochen, wenn auch unter einem anderen Titel, so stellt sich einmal grundsätzlich nicht die Frage, wie kann ich die Beweise so lange wie möglich sichern, sondern eigentlich das Gegenteil, weil das Ziel solcher Aktion eine der Hauptverhandlungen ist, sondern das Ziel ist die Prävention eines Anschlages. Und daher gibt es ein hohes Interesse, diese Informationen so schnell und rasch als möglich zu bekommen. Ob das jetzt forensisch hundertprozentig gesichert ist oder ob das dann vor Gericht auch so Bestand hat, ist eine zweite Frage. Die oberste Priorität ist die Verhinderung eines terroristischen Anschlages oder Aktivität. Das ist ja auch der Hauptunterschied zwischen der Polizei und eines Nachrichtendienstes. Wenn Sie gute Polizeiarbeit leisten, dann haben Sie den Täter vor Gericht und der wird da verurteilt. Bei der Terrorismusbekämpfung spielt das überhaupt keine Rolle. Hier entscheidet der Erfolg, ob es überhaupt zu einem Anschlag kommt oder nicht. Und die Nachrichtendienste und Sicherheitsbehörden, die in diesem Feld arbeiten, werden dann noch katalogisiert oder auch bewertet, ob sie in der Lage sind, eine solche operative Aktivität zu unterbrechen. Für alle anderen Dinge, wo langfristige Beweisführungen notwendig ist, gebe ich da meinen Kollegen absolut recht. Nicht was die Terrorismusbekämpfung anbelangt. Zweitens, es gibt namhafte große europäische Unternehmen, die schon begonnen haben, im Jahre 2000 ihre Daten auszulagern. Ich will keine Firmen nennen, weder auf der einen Seite noch auf der anderen Seite, aber seit 2001 gibt es den sogenannten Patriot Act. Und dieser Patriot Act in den USA ermöglicht es den dortigen Sicherheitsbehörden, wozu auch die NSA, die CIA und viele andere bekommen, in Summe 19 solcher Behörden, auf Firmen zuzugehen, die entweder an amerikanischen Börsen notierten, aber nicht nur, und amerikanische Firmen selbstverständlich, um diese Daten entsprechend abzuklopfen, und zwar ohne Angabe von Gründen. Und die Firmen werden auch nicht über die Ergebnisse informiert. Ein Schelm ist, wer schlecht denkt, was denn der Hintergrund sein könnte. In den meisten Fällen wird es einen ganz normalen kriminalistischen Hintergrund haben, in anderen Fällen vielleicht nicht. Faktum ist, wir können aber nicht reinschauen. Eine Tendenz übrigens, die sehr stark abnimmt durch die NSA-Affäre und den Hintergrund als solches. Drittens, sichere Kommunikation der Bundesregierung. Es wurde eine Menge Geld investiert, auch seitens der Europäischen Union. Systeme, die im Bundeskanzleramt, vom Bundeskanzleramt Richtung Brüssel gehen, aber auch Handykommunikation. Zugegeben, das ist ein weher Punkt derzeit. Nur ein Beispiel, es gibt in Frankreich eine Behörde, die zuständig ist für die Kommunikationsüberwachung, diese gesicherte Kommunikation der französischen Bundesregierung. Die haben vor ungefähr einem halben Jahr mit einer Eigenproduktion an Handys aufgewartet. Und diese Eigenproduktion der Handys, ein angeblich absolut sicheres Handy, läuft über Microsoft und wird gerade ausgetauscht. Das heißt, im Auslaufen für die französische Bundesregierung sind zigtausende angeblich sichere Handys, die eines gemeinsam haben, keine Schnittstelle zu welcher amerikanischen Firma auch immer. Vielen Dank. Ja, machen wir es gerade. Ist das okay für dich? Oder da hat sich der Max Schubert schon gemeldet, aber machen wir es in der Reihe. Mhm. Nachdem das Handy-Thema gleich angesprochen ist, habe ich jetzt gleich das Mikrofon ergriffen. Also, ich möchte einmal eines öffentlich sagen: Wir haben unsere Daten nicht ausgelagert, die Daten unserer Kunden sind in Österreich. Und wir haben auch nicht vor, das zu tun, das möchte ich einmal ganz klar betonen. Das Zweite ist, dass mit den Handys und den sicheren Handys, Handy bieten natürlich schon ein gewisses Maß an Privatsphäre, aber es ist kein absolut sicheres Ding, das wissen ja alle, weil es Computer sind und sie den Gefahren des Computers ausgesetzt sind,
wie jeder Computer, der auch im Internet aktiv ist. Also da braucht man jetzt nicht herumreden, da gibt es zahllose Unterlagen dazu und das kann sich jeder irgendwo im Web nachlesen. Nichtsdestotrotz möchte ich ein bisschen zurückkommen auf die ganzen Fragen, die aufgetaucht sind und auf die Anmerkungen, die durchaus nachdenklich stimmen. Ich fange jetzt mit Dr. Rastl an, der gesagt hat, die Internetüberwachung in Österreich stimmt nachdenklich, oder nicht in Österreich, die Internetüberwachung, die flächendeckende, stimmt nachdenklich, weil sie ja leicht missbraucht werden kann. Und ich glaube, das ist genau ein Grund, warum ich jetzt einmal stolz bin, ein Österreicher zu sein, weil wir keine flächendeckende Überwachung in Österreich haben. Gott sei Dank, und das möge lang so bleiben. Und bei dieser Aussage sollten wir uns auch bewusst sein, welche Vorteile wir in Österreich haben und diese wir als Vorzeigemodell in Europa irgendwo herzeigen. Wenn ich jetzt ein anderes Thema dazu spiele, wie Cloud Computing, ja, und schon schwebt mit, wir rutschen zu den Amerikanern, weil da unausgesprochen die Annahme dabei steckt, das sind vielleicht die einzigen, die es anbieten, das stimmt ja nicht. Ja. Wir haben ja auch in Österreich eine Wirtschaft, die Cloud Computing anbietet. Ich kenne ein mittelständisches Unternehmen, das in mehreren Ländern aktiv ist, da können Sie aussuchen, ob Ihre Daten in Österreich, in Deutschland oder in der Schweiz gespeichert sind. Ich finde das ganz toll und wir sollten eigentlich das zum Anlass nehmen, unsere eigenen Stärken bewusst zu werden und auch warnend unsere Stimme zu erheben gegen jene Länder, die so flächendeckende Überwachungen zulassen. Und da meine ich jetzt durchaus welche, die im Genuss stehen, ein sehr demokratisches Land zu sein, wie zum Beispiel Schweden. Ja, ich weiß nicht, ob Sie die Rechtslage in Schweden kennen. Meine Kenntnisstand nach ist das so, dass in Schweden ohne richterliche Ermächtigung der gesamte Auslandsverkehr abgehört werden kann durch den Nachrichtendienst. Das steht dort im Gesetz. Ob Sie es tatsächlich tun, weiß ich nicht. Aber das steht dort im Gesetz und bei uns steht das nicht im Gesetz. Ich bin ganz froh, dass das so ist und so bleibt. Ja, da müssen wir auch aufpassen als Österreicher, aber wir sollten in Europa auch unsere Stimme erheben, dass wir sagen, liebe Leute, bei uns gibt es eine Verbrechensbekämpfung ohne flächendeckende Überwachung. Und das sollten wir nie zulassen. Ja, was dann sonst noch alles dazugekommen ist an Bemerkungen, Wahlen, elektronische Wahlen, ist natürlich ein Hin und Her. Ich kenne diese Diskussionen. Auf der einen Seite ein modernes Internet, warum nicht auch eine moderne Wahlstimme, die man abgeben kann oder zumindest ein Begehren, das man kundmachen kann im Internet. Das ist natürlich ein Vorteil der Bequemlichkeit. Bei elektronischen Wahlen, ich habe das noch nicht zu Schlussende gedacht, was wirklich die wissenschaftliche Erkenntnis ist. Meinem bescheidenen Wissensstand nach gibt es entweder überprüfbare Wahlen oder anonyme Wahlen, aber beides gleichzeitig, glaube ich, das schließt sich irgendwie, das ist ein Dilemma, das kann man ganz einfach nicht lösen. Das dürfte wahrscheinlich so ein informationstheoretischer Satz sein. Ich habe aber noch niemand gefunden, der das beweisen kann. müsste man schauen, wie das weitergeht. Nichtsdestotrotz weiß ich aber, dass die Schweiz zum Beispiel durchaus in einigen Kantonen elektronische Wahlabgabe vorsieht. Also die haben sich da einige Methoden ausgedacht, die könnte man sich einmal in Österreich auch anschauen, ob sie nicht vielleicht auch für das eine oder andere, nicht unbedingt jetzt für die Nationalratswahlen, aber für eines oder anderes, gebraucht sind. Ja, das war jetzt einmal unmittelbar meine Bemerkung, bitte. Vielen herzlichen Dank und Sie haben es gerade wieder angesprochen, den Wettbewerb am Telekommarkt, beziehungsweise dass wir in Österreich oder dass wir in Europa noch zahlreiche kleine und mittlere Unternehmen haben. Und ich denke, was man sich vor Augen halten muss, wir haben in Österreich, ich habe es vorhin schon gesagt, 412 kleine Internet-Access-Anbieter. Und ich denke, das ist ein Gut, dessen wir uns bewusst sein sollten. Es gibt im Moment einen Vorschlag der Europäischen Kommission zum digitalen Binnenmarkt, wo in einem Erwägungsgrund gesagt wird, naja, es wäre doch viel effizienter, wenn es pro Mitgliedsland nur 2 Telekom-Anbieter geben würde, weil die könnten quasi den Markt versorgen und hätten die notwendigen Revenues, um auch auszubauen. Nur den Gedanken muss man dann zu Ende denken. Also die Kommission vergleicht Europa immer ganz gern mit den USA und in den USA gibt es mehr oder minder 4 oder 5 große Player am Markt und jetzt sagt man, naja, man möchte die gleiche Situation auch in Europa herstellen und da sehen wir doch ein sehr großes Risiko, weil ich würde mal sagen, auch die Unternehmen, die wir jetzt vielleicht in Österreich als große Player sehen, wären wahrscheinlich nicht die dann von den 4 Playern in Europa noch übrig bleiben. Und ich denke, es wäre auch nicht unwahrscheinlich, dass vielleicht auch ein US-amerikanischer Konzern oder eine British Telecom dann einer dieser großen 4 ist. Und dann sollten wir uns überlegen, wie es ausschaut mit der Wahlfreiheit. Wo kann ich dann wirklich noch hingehen? Wer bietet mir dann die Produkte? Der nächste Punkt, die Repression, die Möglichkeiten der Repression und die damit verbundene Infrastruktur.
Wir sprechen im Moment gerade sehr viel über NSA, über Überwachung. Allerdings ein Punkt, der uns quasi laufend beschäftigt oder der ein Dauerbrenner sozusagen im politischen Diskurs ist, sind anhaltende Diskussionen, ob man nicht den Traffic der Nutzerinnen und Nutzer generell monitoren sollte. Ich meine, seit NSA und seit Snowden ist diese Diskussion abgeflacht, aber wir sind absolut sicher, dass wir sie Anfang der nächsten Legislaturperiode wieder haben werden, und ich würde sagen, man sollte das im Auge behalten, weil selbst wenn es im Moment kein Thema ist, diese Forderung kommt, so sicher wie das Amen im Gebet quasi, und allein jetzt im Moment fallen mir wieder drei Gesetzesvorschläge ein, die wieder in die Richtung gehen. Eines zum Beispiel davon ist ein Vorschlag bezüglich der Novellierung der Produkthaftung in Europa, wo sich dann auf wundersame Weise auf einmal der Hinweis findet, dass die Provider auch dafür zuständig sind, quasi keine Daten weiterzugeben, deren Rechte nicht einwandfrei sind. Also da gehen wir wieder in Richtung Urheberrecht. Die Free Trade Agreements, brauche ich Ihnen nichts erzählen, wissen wir alle, dass es da um einiges geht. Oder die gestern reingekommen, die italienische Regulierungsbehörde, die gemeint hat, fühlt sich zuständig zu beurteilen, quasi, ob Rechtsverletzungen im Internet vorliegen. Also das ist ein permanenter Kampf. Wir sprechen jetzt über NSA und über Überwachung. Allerdings dürfen wir nicht aus dem Auge verlieren, dass unter, sage ich mal, anderen Vorwänden permanent darauf hingedrängt wird, Sperrinfrastruktur einzuführen. Und der Herr Dr. Rast hat das vorhin wunderschön gesagt. Wenn wir jetzt sagen, wir hätten gerne eine Sperrinfrastruktur für die schlimmsten Verbrechen, schön und gut, nur dann warten wir 10 Jahre und vielleicht haben wir dann ein politisches System, das der Ansicht ist, dass polarisierende politische Meinungen dem Publikum auch nicht zugemutet werden sollten, weil da muss man sich ja ärgern, wenn man sowas liest. Und aus dem Grund sagen wir mal, dass wir 3 von 5 Parteien einmal aus dem Internet fernhalten, weil da müssen sich die Nutzer darüber ärgern. Also das sind sehr kritische Maßnahmen, wo ich sage, wo die Bedrohung quasi laufend besteht. Und ein Weg, den ich heute am Vormittag schon irgendwie angerissen habe, ist natürlich zu evaluieren, wenn es Maßnahmen gibt, sind diese sinnvoll oder nicht, und das muss halt den Grundstein bilden. Und wie gesagt, bei der Vorratsdatenspeicherung haben wir es gesehen, die Ergebnisse, die wir jetzt haben, wären auch ohne der Vorratsdatenspeicherung möglich gewesen. Also ich denke, da müssen wir auch in Hinkunft sehr vorsichtig sein und vor allem kritisch. Danke. Gut. Bitteschön, eine Frage aus dem Publikum. Kommt von hinten. Ein Thema, das überhaupt nicht angesprochen wurde, ist der Smart Meter, das mir da völlig noch im Magen liegt. Weil gerade der Smart Meter eine Möglichkeit bietet, wo die CIA schon gesagt hat, super, wenn der Smart Meter kommt, dann braucht man die Leute nicht mehr persönlich überwachen, weil da können wir sie fern überwachen. Ist nichts einfacher als das. Ja? Weil ich weiß, wann er aufsteht, ich weiß, wann er sich wäscht, ich weiß, wann er was kocht, ich weiß sogar zum Teil, was er kocht, was backpackt oder sonst was. Also lauter Aktivitäten, die direkt im privaten Bereich sind. Es ist vielleicht in Österreich nicht so ganz so schlimm geplant, ja? Aber trotzdem, die Möglichkeit besteht. Und wir haben eine Verordnung, die bis 2020 95% aller Elektrozeller ausgetauscht werden müssen. Und das finde ich ganz, ganz schlimm. Die Verordnung gibt es bitte, die ist von der E-Control herausgekommen. Und die gibt es noch immer. Es besteht zwar die Möglichkeit des Verweigerns, das wird nicht ausgeschlossen, aber wie viele Leute werden sich denn verweigern? Wer weiß denn überhaupt, dass er sich verweigern kann? Ja, ich weiß es auch. Aber von der Seite bitte, das hätte ich auch ganz gern diskutiert, ob man nicht diese Verordnung schmeißen sollte, weil sie wirklich eine Überwachung ermöglicht, die noch viel weiter geht als über den PC. Darf ich da kurz und spontan darauf antworten, weil da habe ich mich doch einigermaßen damit beschäftigt. Diese ganze Smart Meter Regulierung ist auf einen Zahlenirrtum zurückzuführen. Und zwar wurde das, und es wurde heute schon ein paar Mal darauf hingewiesen, dass sich die Kommission ständig an den USA orientiert. Naja, und da hat man sich auch an den USA orientiert, und da hieß es eben, so und so viel sind einzusparen durch Smart Metering. Und da kommt was, weiß Gott was raus,
und da gab es auch eine Studie, die das unterstützte, ich weiß nicht mehr, wer das jetzt war. Es gab dann eben jedenfalls noch eine zweite Studie von PricewaterhouseCoopers, die das Ganze gerade gerückt hat. Das Ganze war ein Irrtum, die hatten nämlich einen Faktor nicht eingerechnet, dass in den USA der Stromverbrauch pro Haushalt genau um den Faktor 10 höher ist als in Österreich. Und das ist dann am Ende ist rausgekommen, Best Case ist etwas unter 3% mögliche Einsparung für Strom, also zu vergessen. Der Regulator wollte das unbedingt haben, weil der Wettbewerb auf dem Strommarkt ganz einfach nicht in die Gänge kommt, obwohl er längst möglich wäre, haben die Leute einfach Scheu, ihre Stromversorger zu wechseln, obwohl es überhaupt nichts ändern würde. Der dachte halt, er kann sie jetzt dazu zwingen, indem die Leute sehen, ah, da habe ich so viel und da hätte ich so viel. Technisch gesehen ist das alles völliger Quatsch. Die einzigen, die von einem Smart Meter profitieren würden, das sind Leute, die auf 200 plus Quadratmeter wohnen, ein Eigenheim haben oder sonst was und nicht so wirklich einen Überblick über ihren Stromverbrauch. Ansonsten ist da überhaupt nichts. Ist da überhaupt nichts zu machen, was jetzt ist? Ich bin da korrigiert worden. Es wurde zwar der Zwang aufgehoben, aber in die Richtung geht es noch immer hin. Ich finde das gar nicht so schlecht, wenn dort man sich das einsetzen kann, wenn es nämlich der Wohnungseigentümer will und braucht. Aber flächendeckend ist ein völliger Unsinn. 80% der österreichischen Bevölkerung im urbanen Bereich, in Mietwohnungen und sonst was, da geht so mal sowieso nichts. Was wollen Sie denn auf 60 Quadratmeter noch an Strom einsparen? Also das möchte ich zu Smart Metering dazu sagen. Die Gefahr, das möchte ich auch noch dazu sagen, geht weniger. Also ich würde mal sagen, primär ist die Gefahr bei dem Ganzen ganz eine andere. Dass nämlich das passiert, die primäre Gefahr, dass nämlich das passiert, was uns im Frühjahr fast passiert wäre. Da hat sich ein Steuerbefehl aus den Netzwerksteuerungen selbstständig gemacht und hat das österreichische Stromnetz an den Rand des Zusammenbruchs gebracht, weil sich der Befehl in Schleifen gefangen hat. Das hieß, rufe alle Teilnehmer ab und sie sollen jetzt ihren Zählerstand bekannt geben. Das waren dann alle Messgeräte in einem EVN-Netz zum Beispiel, damit war das Netz tot, wie eine DDoS-Attacke. Das ist die primäre Gefahr bei dem Ganzen, dass man nämlich Computer in the wild in Haushalte reinstellt, die dann nicht mal mehr physisch unter der Kontrolle des Eigentümers sind, sondern der Manipulation ausgesetzt. Und dann noch wollte man es möglichst billig machen und hatte dann die Verschlüsselung und alles andere in eine einzige CPU hineingeschmissen. Ich meine, das ist grob fahrlässig, sowas zu tun. Das ist meiner Meinung nach die primäre Gefahr. Die sekundäre, da gebe ich Ihnen völlig recht, man kann dann also so viel gegeneinander korrelieren. Das Interessante ist, je kleiner die Wohnung und je weniger technische Geräte in der Wohnung stehen, umso präziser lässt sich das zum Beispiel mit Fernsehprogrammen korrelieren und ist ein Mittel zur sozialen Kontrolle. Sie können die Leute erstmals fernabschalten. Sie müssen nicht mal mehr in den Haushalt gehen und heulende Damen trösten, sorry, der Strom geht jetzt aus. In den USA wird das gemacht. Dort wird der Strom, zack, und... Geht bei uns. Ja, technisch ist es möglich, aber es dürfen. Ja, die Smart Meters, also, das war Voraussetzung, dass die Steuerung drinnen ist. So, wir haben jetzt einige Wortmeldungen dazu. Ich bitte um die Ergänzung zur Frage noch und dann den Andreas Krisch, Wolfgang Schwabel und der Gerhard Hunert. Ich weiß, ich habe was angezündet, aber es kommt ja noch, alle, die beteiligt sind, wissen ja davon, das Internet of Things, ne? Das heißt, wir hängen sogar den Toaster dran und alle anderen Dinge auch. Klingt alles super, ja, wenn ich fernsteuern kann. Ja, dann kann es E-Werk auch fernsteuern. Das ist also das, was mich stört daran. Warum es nicht geht, dass abgeschaltet werden darf, dass da müsste es müsste die Software dann auch so sein, es darf deswegen nicht abgeschaltet werden, weil heute die meisten Leute hängen ja am Strom und wenn ich sie abschalte, nur weil er nicht bezahlen kann, dann kann er nichts mehr kochen, dann ist er gestorben, mehr oder weniger. Und das darf er nicht aus exekutionsrechtlichen Gründen. Also von der Seite habe ich das Gefühl, geht es noch einigermaßen. Was mich aber stört daran,
dass mit dem Internet of Things ich noch viel, viel mehr kontrollieren kann. Und darum wäre mir lieber, wenn ich die Kontrolle über das Smart Meter hätte, wenn schon, und ich beurteile, wann dürfen welche Daten an das EVU geschickt werden. Ich löse das aus. Und wie ich intern steuere, dass ich auf einen möglichst niederen Tarif komme, dass der Kühlschrank nicht zur gleichen Zeit läuft, wenn ich backe und solche Dinge, das kann man ja intern machen, das kann man über Smart Meters dann machen. Also von der technischen Seite sehe ich da schon eine Möglichkeit. Aber nicht, dass das alles nach außen geht. Das wäre das, was ich dazu sagen würde. Andreas Krisch, Internet of Things im Sinne von Privacy by Design. Möglich, wünschenswert, bitte. Dankeschön. Ja, ich habe neben meiner zivilgesellschaftlichen Tätigkeit auch noch einen Brotberuf. Das ist folgendes, dass ich nämlich Datenschutzkonzepte aus technischer Sicht mache. Das heißt, ich schaue mir an, wie kann man datenschutzfreundliche Technik machen? Wie kann man IT-Systeme so bauen, dass man möglichst wenig Daten braucht und möglichst datensparsam ist? Und da kann ich zur österreichischen Einführung von Smart Metering nur sagen, es ist aus der Datenschutzperspektive wirklich zum Weinen. Weil wir haben ein Gesamtsystem. Wir haben etliche Marktteilnehmer, Energieversorgungsunternehmen, Netzbetreiber, die Haushalte, die Betreiber von Solaranlagen, die ihren Strom einspeisen wollen, etc. etc. Jede Menge Menschen, die natürlich an ihrer persönlichen Situation interessiert sind. Die EVUs wollen sich um ihren Strom kümmern, die Netzbetreiber wollen, dass ihre Netze gut funktionieren etc. Und jeder hat aber nur die Möglichkeit, in seinem Bereich datenschutzmäßig aktiv zu werden und sich was zu überlegen. Und was es nicht gibt, und das ist der wesentliche Punkt, um den es da aus meiner Sicht gehen würde, ist ein übergreifendes Konzept, wie funktioniert Datenschutz im Gesamtsystem. Wie kommt derjenige, der die Daten braucht, um abrechnen zu können zum Beispiel, zu genau den Daten, die er braucht? Wenn man Energieversorgungsunternehmen braucht, nicht alle 15 Minuten wissen, was ich jetzt genau für Stromverbrauch habe zu Abrechnungszwecken, sondern der muss, wenn er einen gestaffelten Tarif hat, in der Früh kostet so viel, zum Mittag so viel und am Abend so viel, dann muss er eben wissen, wie viel ich in diesen drei Intervallen jeweils verbraucht habe. Aber nicht jede 15 Minuten exakt. Das heißt, man kann aggregieren, man kann Datenschutz, man kann Informationen über das, was in der Wohnung passiert, praktisch dadurch loswerden, dass man Datenaggregierung betreibt und genau das, was zur Verfügung steht, was gebraucht wird. Und genau dieses übergreifende Konzept ist nicht gemacht worden. Es hat sich die Regulierungsbehörde für unzuständig erklärt und gesagt, na, das muss das Wirtschaftsministerium machen. Das Wirtschaftsministerium sagt, na, für Datenschutz sind wir aber auch nicht zuständig, das muss wer anderer machen. Und so gibt es ja einer dem anderen den schwarzen Peter in die Hand. Und genau auf die Art und Weise funktioniert es nicht. Und das ist, denke ich, die Gestaltungsaufgabe, die ich mir von einem Gesetzgeber und von Regulierungsbehörden etc. erwarte, dass man ein Gesamtkonzept erstellt, dass man sich überlegt, wie kann man das möglichst grundrechtskonform und datenschonend machen und dann sagt, okay, und das ist der rechtliche Rahmen, den muss man so implementieren und dann kann man in die praktische Umsetzung gehen. Interessanterweise passiert derzeit genau so etwas, allerdings nicht in Österreich, sondern es gibt auf Initiative der EU-Kommission eine Expertengruppe, in der ich auch bin, die sich damit beschäftigt, wie man Datenschutz-Impact Assessments, also Technikfolgenabschätzung im Bereich Smart Metering und Smart Grids machen kann. Da sitzen Energieversorgungsunternehmen drinnen, da sitzen alle möglichen Stakeholder drinnen und überlegen sich sowas, wie man da auch für entsprechende Standards sorgen kann. Nur das ist schon weit zu spät. Die arbeiten jetzt schon seit 2 Jahren und sind noch nicht fertig. Es wird jetzt dann demnächst einmal ein fertiges Ding geben, aber bis das in der Praxis ausgerollt ist, sind wir in der Implementierung schon meilenweit fortgeschritten und haben geschaffene Fakten, haben Investitionen getätigt, die nur sehr schwer wieder rücknehmbar bzw. änderbar sind. Und da ist aus meiner Sicht immer eine riesige Chance vergeben worden. Wolfgang Schwabel, bitte. Ich glaube, das Thema Smart Meter berührt natürlich, weil es ein Thema des Datenschutzes ist und das kommt auf uns zu, so wie andere Dinge. Es kommt auch das Internet of Things auf uns zu, dessen muss man sich einfach vergegenwärtigen, das ist ein Trend. Ja. Und was letztlich einschlägt, entscheiden weltweit alle Konsumenten. Ja, wenn sie sagen, das ist super, das wollen wir haben, dann nutzt man es und egal wie gescheit das durchdacht ist. Was wir frühzeitig machen können, ist, dass wir uns diesen Themen so gut wir können professionell stellen.
Ja, das ist die Herausforderung. Und professionell stellen heißt nicht billig stellen. Ja. Wenn ich immer nur das Billigste wähle, dann vergisst man auf Sicherheit, dann vergisst man auf Rahmendinge und dann wundert man sich, dass am Ende nicht die Qualität da ist, die man haben will. Was ich mir wünschen würde vom Gesetzgeber, was Smart Meter betrifft, ist, dass man Smart Meter Daten in eine Kategorie hebt, die heute Verkehrsdaten genießen. Ja, weil es sind so etwas Ähnliches wie Verkehrsdaten. Wer braucht wann, wo, wie viel Strom? Das ist so ähnlich wie wer telefoniert wann mit wem. Ja, also ich sehe da eine gewisse Parallelität. Und wenn wir diesen Rechtsschutz auch den Smart Meter Daten geben, dann wäre schon einiges an Datenschutz gewonnen. Und ich glaube, bei den Verkehrsdaten haben wir auch gezeigt, dass wir das in Österreich ganz gut können. Gerhard Kunert hat sich vorher noch gemeldet und nehmen wir zuerst die Frage noch und dann, ja, oder Statement, so gut. Bitte. Ich wollte eine Anmerkung machen, und nämlich, dass die Daten, die angeblich die ganzen Energieversorgungsunternehmen brauchen, gar nicht in der Form pro einzelner Haushalt gebraucht werden, das heißt straßenweise beziehungsweise vollkommen ausreichen und gar nicht auf die Einzelnen runtergebrochen. Also das ist auch eine wesentliche Geschichte, was eben behauptet wird, sie brauchen es, um planen zu können, den Stromverbrauch und so weiter von den Kraftwerken, die hochgefahren werden müssen etc. Ja, und ich wollte doch sagen, wenn man von einem gesamtheitlichen Konzept redet, darf man nicht nur die Software betrachten, sondern muss man auch die Hardware und die Firmware in das Ganze einbeziehen. Zum Beispiel, Sie können da vielleicht uns ein bisschen erhellen, aber ich könnte mir vorstellen, es gibt nicht so viele Hersteller von Mobilfunk, Basisstationen und Software und Firmware, was es gibt davon, da wird es wahrscheinlich eine Handvoll geben weltweit. Und die Frage ist, bekommen Sie da Open-Source-Software, die Sie kontrollieren können oder einfach mehr oder weniger ganz normale, anfangs kommerzielle Software, die Sie halt installieren müssen, weil was soll Sie sonst tun? Und damit können Sie weiter aber auch nicht wirklich kontrollieren, was jetzt in den einzelnen Schaltkreisen Ihres Mobilfunkturms genau passiert. Und das wird wahrscheinlich bei allen Providern so sein, nämlich an dieses Problem. Und wenn man zum Beispiel denkt an ein Handy, nicht? Das ist ja auch so, da gibt es neben dem Applikationsprozessor, der vielleicht ein Linux oder irgendein bekanntes Betriebssystem ausführt, meistens auch noch einen zweiten Prozessor drinnen, den sogenannten Baseband-Prozessor. Der ist dafür da, um das eigentliche Mobilfunkprotokoll abzuwickeln. Und es ist zum Beispiel die Frage, wie weit der von außen über die Basisstation, auch durchaus ohne Wissen des Providers, falls da irgendwelche Hintertüren in der Firmware vorhanden sind, sollte kontaktiert werden kann. Und dann zum Beispiel, das ist ein eigenständiger Prozessor, hat auch eigene Logik, die ausführt, ist unsichtbar vom Betriebssystem, vom eigentlichen aus. Und könnte man nicht zum Beispiel so Passwörter aus dem RAM des Mobiltelefons sich herausfischen über den Baseband-Prozessor, ohne dass der Applikationsprozessor je etwas davon mitbekommt? Ist schwer zu sagen, weil da müsste man mal wissen, was es da für Anbieter gibt. Aber im Endeffekt läuft es darauf hinaus, glaube ich, wirklich sicher kann man das sein, wenn es Open Hardware gibt, Open Software und Open Firmware. Und wenn praktisch alles von europäischer Industrie entweder hergestellt wird oder zumindest kontrolliert werden kann. Weil es hilft halt nichts, sich einen Router hinzustellen, der ein amerikanisches Betriebssystem dann ausführt und der steht zwar in Europa, aber wer weiß, was der in deren genau macht. Das ist schon ein Problem, würde ich sagen. Ich fühle mich jetzt direkt angesprochen durch Ihre Frage. Aber das gilt also nicht nur für Sie persönlich. Also für ja, Sie aber weil Sie den Mobilfunk als solchen angesprochen haben. Und ich kann Ihnen sagen, also ich kenne jetzt keinen einzigen Operator weltweit, der eigentlich sagt, wir machen eine Eigenentwicklung oder setzen auf Open Source. Wir sind da nicht wirklich Open-Source-Projekte bekannt, die auch die Entwicklung, die die Kunden erwarten, mithalten. Wenn Sie sich vorstellen, wie schnell sich das alles entwickelt hat, schauen Sie auf GSM, UMTS, jetzt haben wir LTE, das Ganze muss mit Handover funktionieren, alles smoothless und Customer Experience. Also mein Gott, das ist ja ziemlich komplex, das ganze Zeug, dass es wirklich eine
einen vernünftigen Nutzen bewirkt. Da setzen wir kommerzielle Produkte ein und wer weiß schon bei einem kommerziellen Produkt bis ins letzte Bit, bis ins letzten Chip, was da tatsächlich drinnen ist. Ne? Also da würden wir den Mobilfunk auch nicht so billig anbieten können, wie wir es heute machen. Also das muss man auch ganz ehrlich sagen. Deshalb haben wir kommerzielle Produkte, auch weil da dann weltweit Firmen dahinter sind, die das machen. Aber auch in kommerziellen Produkten wird international zusammengeliefert. Selbst wenn es an chinesischen Lieferanten haben, dann steht dahinter wieder ein amerikanischer Lieferant von Chips. Das ist auch die Tatsache. Ja, also wem trauen Sie jetzt mehr, der Hardware oder der Software? Oder wenn ich jemand misstrauen will, kann ich jedem misstrauen. Ja, also da muss man jetzt ein bisschen aufpassen und die Kirche im Dorf lassen. Was ist möglich? Und weil Sie auch die Sachen angesprochen haben, was kann ich denn da alles manipulieren? Im Baseband-Chip tue ich was hinein oder in dem Chip tue ich was hinein? Ich meine, es geht relativ einfach. Es gibt ja zigtausende von Applikationen für die Smartphones. Ja, da ist auch Malware dabei. Ja. Da haben sie auch Abhörprogramme. Wenn Ihnen das Ihr bester Freund installiert, schaut es nachher durch die Finger, ja, weil Sie es nicht feststellen können. Und der hört Sie ab, egal wo Sie reden, egal in welchem Netz Sie reden. Ja. Einfach weil das der Computer tut. Ja. Und natürlich, aber es gibt ja natürlich auch eine Entwicklung diesbezüglich, dass man die Protokolle, die Übertragungsprotokolle sicherer macht. Also ich will jetzt das nicht ausführen, was alles an Unsicherheiten früher da war und wie das jetzt abgesichert ist, das würde den Abend etwas sprengen. Ja? Aber was ich Ihnen sage ist, dass man da auf jeden Fall auf einem guten Weg ist und wir haben eben 3G und höheren Bereich auf jeden Fall Übertragungsprotokolle, die bis heute nicht geknackt sind. Gut. Vielen Dank. Ich würde jetzt gern sehen, angesichts der doch schon fortgeschrittenen Zeit, dass wir in eine Abschlussrunde kommen, würde dich aber ganz gern auch noch einmal mit einer Frage etwas fokussieren. Ich bitte Sie alle, möglichst ein knackiges Abschlussstatement in dieser Hinsicht. Ich darf anfangen beim Gerd Poli, weil Sie uns gesagt haben, wir müssen leider wirklich Punkt 5 auch weg. Was mich interessieren würde, ist, dass wir es noch einmal versuchen, jetzt zu fokussieren auf unser Überthema des heutigen Tages. Wo stehen denn da die IT-Unternehmen sozusagen in der Mitte? Welche Verantwortung haben die IT-Unternehmen? Wie sieht es aus mit Rechtspflichten, um da wirklich jetzt einmal in die Verfassungsdogmatik auszuholen? Wie ist es denn allenfalls sogar vielleicht mit einer Art Widerstandsrecht im Sinne Gustav Radbruchs, der als alter Positivist sozusagen irgendwann nach dem Zweiten Weltkrieg, nach den Nazi-Gräueln zu der Erkenntnis kommt, jetzt als Positivist, irgendwo gibt es das horrende Unrecht, wo wir dann sozusagen nicht nur Widerstandsrecht, sondern sogar Pflicht haben. Sind wir da schon so weit? Sind diese Dinge schon in der Größenordnung horrendes Unrecht? Welche Pflichten haben hier IT-Unternehmen als Private in der Mitte? Bitte versuchen Sie vielleicht um diese Frage der Verantwortung ein Statement. Ich darf mit Ihnen anfangen. Danke vielmals. Ich glaube, wir stehen erst am Anfang und ich glaube, dass die aktuelle Diskussion zeigt, dass wir am Anfang stehen. Ich bin der Meinung, dass sich sehr viel im europäischen Bereich ändern wird müssen. Was ich feststelle ist, ob das jetzt Nachrichtendienste sind, Sicherheitsbehörden oder auch Firmen, dass eine intensive Diskussion, eine interne Diskussion bereits stattfindet und das freut mich außerordentlich. Wenn ich vielleicht kurz in die Zukunft blicken dürfte, ich meine, dass diese Snowden-Affäre und das, was auch Sie angesprochen haben im Hinblick auf Demokratisierung, etwas ist, was zum richtigen Zeitpunkt gekommen ist, was aber eigentlich erst modelliert werden muss. Wenn ich etwas kritisch betrachten darf, ist, wir haben es in Österreich noch immer nicht geschafft, ressortübergreifend Strategien zu entwickeln, weil wir immer noch zu viele Vorgärten haben, die separat bewirtschaftet werden. Was für Österreich hier gilt, gilt auch für die Europäische Union. Ich denke, wir haben eine Vielzahl an Qualitäten auch in diesem Bereich hier in Brüssel sitzen, aber ich meine doch, dass es ein bisschen blauäugig ist, wie die Art und Weise, wie die Diskussion in Brüssel abläuft, im Hinblick auf Kooperationen mit Drittstaaten auch zum Thema Datenschutz. Vielen Dank. Gehen wir so oder Erich Schweighofer bitte. Dann. Also ich verfolge an sich auch Hollywood-Filme und auch Serien und da sieht man natürlich auch die Wertigkeit der Gesellschaft dort zum Datenschutz. Und bei den Krimis ist es eigentlich so, dass der Zugriff auf alle Daten
Hacking durch die Polizei, Sicherheitsbehörden an sich zum Standard gehört und man richtig daran gewöhnt ist und man wundert sich, wieso denn sofort auf Daten zugreifen. Ja. Dann danke an Schwabler auch die Wirkung Smart Meter und Verkehrsdaten, glaube ich, darum geht es auch. Wenn ich Finanzdaten habe und Telekommunikationsdaten, brauche ich es eigentlich nicht mehr. So viel mehr Informationen kriege ich nicht mehr. Aber natürlich leicht zugreifen kann, immer fragen kann, wie schaut es aus mit dem Stromverbrauch, ohne irgendwas zu fragen, habe ich natürlich schon einen großen Vorteil. Und dann vielleicht zum Widerstandsrecht, müssen wir diskutiert mit den Tierschützern und so. Ich glaube schon, das ist mir wichtig. Also ich glaube schon, dass es wichtig wäre, da was zu überlegen und vor allem auch mit Whistleblowern. Also was man Snowden macht, finde ich nicht richtig. Marie-Theresien-Ordnung geht nicht, weil zumindest einige Befehle missachtet, aber einen kleinen Orden sollte er schon bekommen. Ja. Also jetzt muss man mehr machen. Bitte, Erich. Wenn ich dran bin, ich will es sehr kurz halten. Sagen wir, staatliche Reaktionen, sehr gut, sehr schön. Brüssel bearbeiten, auch gut, auch schön. Snowden auszeichnen, er ist für den Sacharow-Preis nominiert, was ich schon, sagen wir, das ist schon mal ein Zeichen. Ja? Das ist eigentlich ein Schlag ins Gesicht der USA natürlich. Wenn ausgerechnet der, der bei ihnen gejagt wird, gleichgestellt wird mit dem berühmtesten Sowjetdissidenten und die USA plötzlich in der Rolle der früheren Sowjetunion sind, würde ich mal sagen, das haben sie sich redlich verdient. Durch die Aktionen, bitte, ich liebe dieses Land und habe die Literatur dieses Landes studiert. Ich habe ein MA da drinnen und ich kann nicht mehr dorthin fahren. Nur, dass sie sich eine Vorstellung davon machen und vielleicht bin ich auch deswegen so sauer. Was ich meine, was wir machen sollten, und da spreche ich direkt die IT-Wirtschaft an. Wir haben ausreichend, mehr als ausreichend Know-how in diesem Land. Wir haben mehr als ausreichend mittelständische Firmen in diesem Land, die das alles locker schupfen können, genauso wie die USA, die NSA, keine geheimen Supermaschinen in ihren Kellern stehen hat, sondern mit Customized Over-the-Shelf-Kisten fährt, also über den Ladentisch, Material über den Ladentisch leicht modifiziert, mehr haben sie nicht. Das Zeug steht in jedem Rechenzentrum, dasselbe in derselben Qualität. Da möchte ich mal sagen, der erste Ansatz sollte dort sein, wo wir selbst was machen können, damit meine ich die Technik und die Industrie, wo wir selbst was machen können. Wir brauchen das Rad nicht neu erfinden, wir brauchen nur bewährte Lösungen verbessern, sie einsetzen. Bitte, die NSA-Rechenzentren laufen auf dem gleichen Linux, das wir auch benutzen. Es ist die gleiche Cloud-Technologie drinnen, es ist nichts großartig Verschiedenes. Wir brauchen dazu weder irgendwelche internationalen Konzerne, wir brauchen dazu keine proprietäre Software, um die Netzwerke zu betreiben und um die Storage zu machen und die meisten Services zu liefern. Wenn sich dann Firmen dazu entschließen, ihre IT vollständig proprietär zu verseuchen, auch wenn das gar nicht notwendig ist, dann ist das bitte ihre Sache und dann sollen sie sich danach nicht beschweren, dass sie gehackt wurden. Alles andere liegt offen, lässt sich überprüfen und das fängt an mit jemandem, der aus der HTL kommt, der kann da bereits mitreden, wenn er sich für Informatik engagiert hat. It's no rocket science and we can do it. Yes, we can. Ja, ich denke, es gibt zwei wesentliche Punkte. Der eine Punkt ist, dass wir aus meiner Sicht Informationstechnologie nicht als gegeben hinnehmen sollen und so tun, als wäre das halt so, wie es irgendwie vom Himmel gefallen ist, sondern die haben wir gestaltet. Wir als Techniker, und es sind unsere Designanforderungen, die da eingeflossen sind, und das Problem in der IT-Entwicklung ist halt nur, dass es eine sehr dynamische Angelegenheit ist. Es hat so ein bisschen einen sehr experimentellen Charakter.
wo man eben einmal etwas entwickelt, das hat man eine Vorstellung, wie das funktionieren soll, dann funktioniert das einmal grob so, dann schaut man mal, ob es funktioniert, ob es in der Praxis irgendwie tauglich ist, dann modifiziert man es noch ein bisschen in die andere Richtung, weil man merkt, da gibt es eine Kante und dort eine Ecke, das gehört noch abgeschliffen etc. Und so entwickelt sich das halt dynamisch weiter. Und ich glaube, dass man aus dem experimentellen Zugang ein Stück weit raus müssen, dass man in der Anforderungsanalyse, die man anstellen, bevor man überhaupt an irgendwelche Gestaltung von IT-Produkten und IT-Services herangehen, dass man nicht nur die funktionalen Anforderungen uns anschauen müssen, das Team soll dieses und jenes tun, sondern uns auch die gesellschaftlichen Anforderungen anschauen müssen. Und die gesellschaftliche Anforderung heißt ganz deutlich, wir brauchen eine Privatsphäre und die muss sichergestellt werden. Das heißt, wir brauchen auch Möglichkeiten, wie wir autonom für uns als Betreiber solcher Systeme sicherstellen können, dass das in unserem Bereich gewährleistet ist. Und das heißt eben starke Verschlüsselung dort, wo es geht, das heißt Datenminimierung dort, wo es geht, etc. etc. Und Gesamtkonzepte dort, wo man übergreifend arbeiten muss. Und das ist, glaube ich, einer der wesentlichen Punkte, wo man als Techniker hingehen muss und sagen muss, ich habe da selber auch eine Verantwortung dafür, wie Systeme gestaltet sind und die Verantwortung muss ich wahrnehmen. Das hat auch wirtschaftliche Vorteile, es bringt nämlich nicht nur Geld oder es erspart einem nicht nur Geld, wenn man keine Daten verliert, weil wenn man weniger Daten hat, kann man weniger verlieren, kann die Strafe geringer ausfallen und so weiter. Man hat auch den Vorteil, dass man glaubwürdiger ist seinen Kunden gegenüber. Es bringt bares Geld, wenn einem die Kunden vertrauen, das ist so. Und Kunden, die einem vertrauen, werden loyale Kunden sein und werden auf die Systeme vertrauen und werden gern weiterhin bei einem kaufen und bei einem bleiben. Und das sind einfach ganz wesentliche Aspekte. Und wenn man von seinen Kunden im Nachhinein gezwungen wird, die Systeme zu ändern, weil sie eben nicht entsprechen den Anforderungen, dann ist das immer teurer, als wenn man es gleich von Haus aus gescheit macht. In Holland hat man das zum Beispiel relativ schmerzhaft erfahren müssen. Da hat man auch Smart Metering implementieren wollen, hat super Gesetze dazu gemacht, das Ganze super war es nicht. Die Bevölkerung war dann auch irgendwie der Meinung, also gefällt uns nicht, was euch da ausgedacht habt, das wollen wir nicht. Und durch die Proteste der Bevölkerung hat man dieses ganze Projekt wieder einstampfen müssen. Zurück zum Staat, neue Gesetze und neue Anforderungen rein, nämlich diesmal mit Datenschutz. Und genau solche Sankenkosten kann man super vermeiden, wenn man das von Haus aus richtig macht. Der zweite Punkt ist die demokratische Sichtweise. Ich glaube, wir müssen uns in Europa auch noch einmal auf die Hinterbeine stellen. Es muss uns klar werden, dass wir nicht immer brav applaudieren müssen, wenn zum Beispiel die USA irgendwas gerne hätten. Wir müssen nicht jeden Datensatz frei Haus liefern und wir können ruhig auch einmal sagen, liebe Leute, nein, da gibt es eine Grenze. Und wenn ihr bei uns eure Dienstleistungen anbieten wollt, dann haltet ihr euch bitte an unsere Regeln. Und unsere Regeln heißt, es muss einen Datenschutz geben und einen Schutz der Privatsphäre. Und da müssen wir dafür sorgen, dass das durchsetzbar wird. Wir haben da ein riesiges Vollzugsmanko, ein Durchsetzungsmanko und das müssen wir erreichen. Es muss möglich sein, europäische Rechte in Europa durchzusetzen, auch gegenüber Unternehmen aus Drittstaaten. Und das sind die Herausforderungen, vor denen wir stehen und die wir lösen müssen, aus meiner Sicht. Danke. Ich schließe mich meinen Vorredner an und möchte ergänzen, selbstverständlich wissen wir, es ist Datenschutz, Datensicherheit ist uns ganz, ganz wichtig und wir nehmen das penibel ernst. Und darüber hinaus denke ich persönlich, wir sollen auch in Österreich mehr machen. Das beginnt bereits in der Schule, geht hin über Universitäten. Wenn wir fordern, es soll eine IT-Industrie in Österreich geben, muss man mit der Ausbildung anfangen. Ja, man muss die Hürden niedriger machen, man muss die Einstiege besser machen. Das heißt auch, das Geld in die Ausbildung in die Hand zu nehmen, damit dann die wirtschaftlichen Erfolge eingefahren werden können. Es kann nicht sein, dass sich das die Techniker großteils noch aus den Fingern saugen oder vor dem PC sitzen, das eine oder andere RFC studieren, damit sie wissen, wie das Internet funktioniert. Das sollte im Lehrplan verankert sein. Ja. Können wir schon in der AHS beginnen damit. Weil nur dann, wenn wir unsere Jugend ausbilden, wie diese Technik tatsächlich funktioniert, dann werden sie auch die entsprechenden Ideen haben, wie wir das in Österreich umsetzen. Und das ist unser Heimvorteil, den wir dann genießen. Und dann können wir all das, was wir uns vornehmen mit ihren Ideen, auch datensicher implementieren. Und dann kommen wir endlich zu dem, was ich auch träume, österreichische Produkte. Früher hat es einmal die Markenzeichen gegeben, Made in AI. Das haben wir jetzt ein bisschen vergessen. Und das wäre
das wäre wirklich etwas, wovon ich dann träume, weil dann vertraut man auch wirklich darauf. Das soll ein Markenzeichen sein, in Österreich entstanden, in Österreich verarbeitet, auch für die Logik, auch für die Software, die dahinter steckt. Und diese Chance müssen wir nehmen, aber der Bedarf ist einem großen Ansatz. Was die Regierungen betrifft oder die Ministerien, weil da vorhin auch die Frage war, das habe ich nicht beantwortet noch. Ich glaube, es gibt auch ein paar brachliegende Technologien, die wir einfach einschalten. Also sich, warum laufen heute noch die E-Mails zwischen den Ministerien in unverschlüsselter Form herum? Ja, das könnte man einfach einschalten, bitte verschlüsseln Sie es. Aber was ist dabei? Das Einzige, was man sich genau anschauen sollte, sind vielleicht die Software, die dahinter ist, welche Zufallszahlengeneratoren die verwenden, dann, bevor die Relais eingeschaltet wird. Aber da hätten wir ja auch Experten, die das beurteilen können. Also wenn wir das wirklich wollen, ich glaube, dann könnten wir das ernsthaft angehen und das sollten wir auch tun. Bitte. Vielen herzlichen Dank. Ich würde so wirklich kurz was an Christoph, du hast gemeint, quasi Rathusche Formel, die Pflicht zum Widerstand, wenn die aufgetragenen Handlungen quasi gegen die Grundsätze oder verstoßen. Ich denke, da sollten wir realistisch bleiben. IT-Unternehmen, ich denke, so ehrlich müssen wir sein, alle handelnden Personen in diesen Unternehmen versuchen, ihre Arbeit so auszuführen, dass es dem Gesetz entspricht oder dass es auch der Vorstellung entspricht, wie das Gesetz unter Umständen sein sollte. Und die österreichischen Provider haben gezeigt in der Vergangenheit, dass sie auch Widerstand geleistet haben, sehr oft. Nur ich denke, ich wäre gern so optimistisch sagen zu können, dass es nur die Provider aus ihrem eigenen Rechtsbefinden heraus diese Problematik lösen werden können. Da bin ich skeptisch und ich denke, der Zivilgesellschaft und den politischen Entscheidungen, die wir treffen, obliegt es, Rahmenbedingungen zu schaffen, die es den Unternehmen ermöglichen, sich rechtskonform zu verhalten und den Zustand herbeizuführen, den wir gerne hätten, und so dass die Daten im Internet sicher bleiben. Und mein Plädoyer würde dahin gehen, dass man österreichische Unternehmen wirklich dabei unterstützt, Lösungen anbieten zu können, die das Kundenbedürfnis erfüllen und dadurch quasi den Unternehmen auch ermöglichen, ihr das zu tun, was sie am besten tun. Und das ist einfach ihr Business anzubieten. Ja, vielen herzlichen Dank. Man kann nur sagen, wir dürfen uns also freuen, wie im Bereich von der Landwirtschaft der Lebensmittel, wo wir den Kreisler ums Eck haben, dass wir bald den Provider ums Eck, die Cloud ums Eck bewerben werden mit Made in A. Das wäre sehr schön. Ich darf, also vielleicht ein ganz kurzes noch, wir sind an und für sich schon am Ende, bitte ganz kurz noch. Ja. Herzlichen Dank. Das passt sehr gut. Ich pflege seit ungefähr 4 Jahren jede Präsentation zur Vorratsdatenspeicherung mit Ceterum Censeo Data Retention im SED-Ländern zu schließen. Also passt perfektens hinein, bestens hinein. Ich darf für heute Ihnen allen und allen Diskutanten hier auf der Bühne sehr herzlich danken. Ich freue mich sehr, wir haben alles aufgezeichnet, das heißt, es wird die Möglichkeit geben, sozusagen alles einerseits einmal noch einmal aus der Konserve anzusehen. Es wird auch hoffentlich noch einmal an alle Vortragenden, alle Präsentationen auf der Website der OCG zum Download geben. Da darf ich Sie noch einmal einladen, sozusagen die entweder jetzt gleich dazulassen oder mir zu schicken. Ansonsten hoffe ich, es gab für Sie auch einiges Neues, Interessantes zu diskutieren. Ich darf schließen mit einer Frage, einer Scherzfrage. Was haben ein Priester, ein Rabbi und ein Imam miteinander gemeinsam? Mittlerweile wissen Sie es, die NSA erhört alle Ihre Gebete und werden wir sehen, ob Sie das auch in Zukunft tun oder ob wir hier etwas Einhalt gebieten können. Vielen herzlichen Dank. Applaus